in diesem Video. Ist das Wetter im Keller? Sitzt niemand am Tisch? Hängen Zettel an der Wand? Und ist nicht mehr viel übrig? Hey, guten Morgen, servus, ja. Hier ist Kai von Travel Camping Living, sitzt auf dem Bett, Fuß in der Küche, ihr scheinbar auch und bin hier am Laptop am Arbeiten. Herzlich willkommen auf Island, immer noch und wohl auch noch etwas länger. Unser Dampfer kommt nämlich jetzt deutlich zu spät an. Der ist erst morgen Abend auf den Färöern, obwohl er eigentlich morgen Vormittag hier schon ablegen sollte. Das heißt, wir kriegen eine Verlängerung auf Island. Das Tolle daran ist, wirklich, das Wetter ist so richtig scheiße. Wirklich, es ist einfach grauenhaft. Es geht ein Dreckswind, es nieselt und regnet immer wieder und es ist kalt und einfach komisch. Da hinten dann mal immer wieder kurzen Sonnenloch. Immer wenn der schöne starke Wind zu stark ist und die Wolkendecke aufreißt, also es ist ein Wetter, da willst du nicht mehr vor die Tür gehen, echt. Das hast du gesehen. Deswegen ist es jetzt auch 14 Uhr, ich sitze hier rum und bin am Rechner und weiß gar nicht, wohin mit mir sonst. Aber immerhin Bomben-Internet, 9 GB werden in 42 Minuten hochgeladen. Das ist ja auch was wert, ne? Ja, das macht noch nicht alles. Wir gehen dann doch mal kurz vor die Tür. Kurzer Blick über den Stellplatz bei Nieselregen. Da hinten seht ihr auch ein paar zufällige Sonnenstrahlen, wie schon angesprochen. Und das Ganze ist ein bisschen schräg hier. Geradeaus eher nicht, da gibt es auch noch einen Schotterplatz. Irgendjemand hängt da noch seine Wäsche in den Regen. Das macht auch Sinn. Oh, ich gehe wieder rein. Ich fahre jetzt mal vor und gucke, ob ich irgendwo zahlen kann. Und danach, nach dem Zahlen, glaube ich, habe ich jetzt auch schon einen kurzen Plan. Gehen wir mal geschwind über die Straße und ja, mal schauen, ob das klappt. V&E gibt es auf jeden Fall, große Mülleimer, das ist immer sehr willkommen. Ich habe mir jetzt hier vorne mal vor die Hütte gestellt und gucke, ob ich jemanden treffe, der Geld möchte. Sieht gut aus, wir haben die Rezeption gefunden, da werden wir Geld los. Jo, 1500, fairer Preis. Abfahrt. Jetzt fahren wir doch ganze 300 Meter. Theoretisch könnte man es wahrscheinlich auch laufen, aber laufen kann ja jeder. Nach der Zahlung kommt die Sonne raus. Aha, so läuft es hier also. Wir fahren jetzt ganze 300 Meter und dann stoppen wir schon wieder. Glaubt ihr nicht? Doch, ich so. Ich kann auch die Kamera durchlaufen lassen, dann seht ihr, dass das wirklich so ist. Bei Sonnenschein und Sturm und Regen und echt isländischem Wetter. Watsch. 10 Sekunden, dann sieht es wieder anders aus. Fahren wir hier durchs Dorf und da Mittagszeit ist, ist es mal Zeit für was zu essen nämlich. Und hier, das haben wir letztes Mal schon gesehen, gibt es Super Fish Soup, heißt es im Internet bei Google. Und da wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Ja, schade riecht sie das jetzt nicht. Es riecht leicht nach Fisch und da ist das Meer. Das ist auch ganz schön wild im Vergleich zu gestern. Man merkt den Wind. Und wir gucken jetzt mal ins Alpha-Café rein. Tür auf und rein. Ja, coole Sache. 2600. Dafür gibt es Suppe mit Refill und Free Coffee. Die Suppe gibt es hier im schwarzen Topf. Und den Kaffee an der Bar. Ansonsten haben sie hier schon die Heizung an und es sieht echt gemütlich aus. Kann sich noch ein bisschen umschauen. Stehen noch Steine rum und Figuren. Echt nett gemacht. Und man sitzt hier recht entspannt an Steintischen. Echter Stein. So, da gucken wir. Fischsuppe vor uns. Und für die Vegetarier unter euch, es gibt nicht nur Fischsuppe, sondern auch Fleischsuppe. Ich bin schon kräftig am Kauen und Suppe ist tatsächlich hervorragend. Echt lecker, viel Fisch drin. Das kann man genießen bei dem Wetter. Wieso scheint jetzt eigentlich gerade die Sonne? Irgendeiner führt uns da doch heute an der Nase rum. Das ist der Co-Pilot. Da stehe ich wieder vor der Haustür, 3 Uhr mittlerweile, entspannt gegessen, nachgenommen, echt lecker. Und einen Plan habe ich aber immer noch nicht. Ja, momentan weiß ich echt nicht so genau, wohin mit mir. Nochmal richtig fett in die Pampa fahren ist schwierig. Die Pampa ist A ein Stück weg und B das Risiko einzugehen, da jetzt sich doch noch einen Reifen kaputt zu fahren, sind ja eh schon angegriffen, ist immens, denn wenn man jetzt liegen bleibt, ist die Fähre vielleicht weg, wenn es dann irgendwann mal kommt. Also echt schwierig. Drum stehe ich hier gerade am Strand im Wind etwas planlos. Und ein Strand ist da auch nicht, sind nur Felsen. Und irgendjemand hat am Kaiman das Österreich-Zeichen freigelegt.
Das ist doch nicht von selbst abgefallen da, oder? 15.30 Uhr. Wir fahren ab, fahren nach Eglistadir. Stoppen aber unterwegs noch am kleinsten Supermarkt Islands. Und dann gucken wir mal, wie das Wetter ist. Middle of nowhere an der 94, der Supermarkt. Und es ist der Teufel los. Zwei Autos stehen da rum. Kopf wegen Überfüllung überlaufen. Ne, überlaufen wegen Überfüllung. Aber die fahren, glaube ich, weg. Irgendwie. Wir stellen uns mal an den Rand. So, dann haltet euch mal gut fest. Es geht immer noch ein rechter Wind. Und da sind wir. Der Supermarkt mit Rastplatz. Man kann sich hier auch noch entspannt hinsetzen, das Bobbycar rumlassen. Schöner Platz hier an der Sonne, wenn sie mal scheinen würde. Kleine Küche, man kann sich hier also auch was zubereiten. Und wenn man nicht sicher ist, ob gerade Wind ist oder nicht, stehen hier auch noch zwei ordentliche Windrädli rum. Mülleimer inklusive. Für noch mehr Outdoor-Aktivität, weitere Dinge mit Rädern. Das Ganze ist übrigens videoüberwacht, also Clown oder so lieber nicht, ne? Kennt man ja, das kommt nie gut. Falls man dann genug hat von Sturm und wieder einsetzendem Nieselregen, dann kann man unter einer Solarleuchte, die mir irgendwie bekannt vorkommt, eintreten. Die Tür geht aber nicht auf. Nein, die gehen nicht automatisch auf, da muss man selber mit Hand drücken. Und wenn man das macht, dann kommt man auch rein und trifft einen Supermarkt. Kein Scherz. Das ist er. Es gibt Getränke und Süßkram und Lakritz. Alles da, was man braucht zum Überleben. Tätowieren lassen kann man sich gegen Geld. Bälle rausholen. Also, sag mal einer, hier gibt es nicht alles. Was es auch gibt, ist Platz für Erinnerungen. Hier kann man sich verewigen. Eine Notiz hinterlassen, seine Hände desinfizieren oder eine Message im Gästebuch eintragen. Und wem das nicht genug ist, der kann auch noch auf Holz schreiben. Hier hat zum Beispiel Moritz ein Puffin gemalt. Und viele andere haben auch viele Dinge geschrieben. Das Problem bei der Sache, der Automat nimmt nur tatsächliches Geld und keine Karten. Da bin ich voll aufgeschmissen. Ich habe keinen Cent. Lokales Geld, null, alles ausgegeben schon. Oh, und auf so einen Twix hätte ich jetzt schon Bock. Und Friedrich wird es nicht mal mitkriegen, Mann. Jupp, Werbung muss sein, eingetragen. Und jetzt dürfen wir wieder vor die Tür. Draußen das Wetter jetzt auch wieder besser. Die Sonne scheint und es tröpfelt nicht mehr. Erstmal rauswürgen. Der Spruch heute, wart 15 Minuten, wenn das Wetter nicht passt, es ändert sich, gilt definitiv nicht. Heute ändert das Wetter alle 3 Minuten. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, mittig im Bild, ein Stückchen Regenbogen. Nachdem ich jetzt hier nicht einkaufen gehen konnte, muss ich also noch in eine Großstadt. Denn wir haben einen Auftrag. Wir müssen etwas mitbringen und das gibt's scheinbar nur in großen Supermärkten. Wir haben es geschafft, Shop gefunden, das Paar gemacht oder gehen rein und gucken, ob wir da fischen können. Jo, da stehe ich so vor dem Netto. Das Wetter wird immer besser. Ich drücke mich gerade noch reinzugehen. Ich habe so keine Lust. Da kommt hier der Hannes angefahren. Glaubst du nicht? Die sind auch gerade hier. Die wollen ja auch aufs Boot, das Verspätung hat. Das kommt jetzt wahrscheinlich Freitagmittag erst an. Wir haben heute Mittwoch. Also hat über einen Tag Verspätung. Ja, da hocken sie und fahren jetzt auch weiter. Und ich glaube, ich gehe jetzt da mal rein. Das ist gerade ein bisschen ruhiger. Ja, und plötzlich ist hier Bombenwetter. Das gibt's doch gar nicht. Sonnig und warm. Wer hätte das heute Morgen noch gedacht? Und jetzt gibt es bestimmt eine Elendsucherei nach dem verdammten Zeug, was wir brauchen. Thomas hat mich gestern angeschrieben. Er braucht noch dringend was. Oh, war ja klar, dass ich hier wieder Sachen kaufe, die ich eigentlich sonst nicht gekauft hätte, wenn ich nicht mal in den Laden gegangen wäre. Aber das leckere Brot. Und wenn wir jetzt hier Verlängerung haben, müssen wir auch noch was essen. Ja, und Milch, ne? Milch vielleicht noch 1 Liter. Boah, da muss man sich tief bücken heute. Schon mehrfach gehabt, dass die Kanister undicht sind. Schöne Obstabteilung und Gemüse, aber das essen wir erst wieder in Dänemark, glaube ich. Oh, guck mal, Kugelfische. Oder sollen das Puffins sein? Bisschen aus der Form geraten. Der sieht eher nach Puffin aus, oder? Lustige Gesellen in allen Formen und Größen. Nein, wir nehmen keinen mit. Ich suche den Fisch. Aber ich glaube, hier bin ich falsch. Hier gibt es Gummistiefel.
falls mal jemand hier ist und Gummistiefel braucht. Geradeaus gibt sie. Oder Wolle. Wolle gibt es ja auch überall. Tja, apropos Wolle. Kumpel Wolle wollte eigentlich auch mitkommen. Aber sein Auto kam nicht. So blieb er zu Hause, was echt schade war. Und war ja klar, ich suche mir hier einen Elch. Schon alles Mögliche wieder im Wagen, was ich eigentlich gar nicht brauche. Aber keinen getrockneten Fisch. Ah, ist das vielleicht Hundefutter? Steht es da? Nee, oder? Seht ihr irgendwas? Ich nicht. Okay, das war Suchen unter erschwerten Bedingungen, denn die Isländer haben da direkt mal eine Palette davor gestellt, dass das auch ja keiner findet. So, das sehen wir. Puh, nicht ganz blamiert. So, 2x70 Gramm kriegt er. Er wollte eigentlich 125, aber die finde ich hier nicht. Und das Zeug ist mal schweineteuer. 70 Gramm, 889 Krone. Ja, ist der Wahnsinn. Davon wirst du besser nicht abhängig, sonst landest du im Armenhaus. Ich glaube, wir haben alles. Und nachdem Kollege Friedrich heute sowieso nichts mitkriegt, Soft Eis, großes mit Karamelltopping, 700 irgendwas Kronen bei N1 Tankstelle. So geil. Ein Traum. Also ich kann mal festhalten, ich habe einen signifikanten Fehler auf Island gemacht. Deutlich zu wenig Softeis gegessen. Das war heute mein zweites in 6 Wochen. Gut, wollen wir mal los. Das Eis war saulecker. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen. Wir schauen noch nach einem Wrack und dann in einen Fjord rein. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wo wir pennen. Denn es ist unklar, ob es da ein Camping gibt oder nicht. Nach 7 Kilometern 1 wartet nun wieder Schotter auf uns. Yeah! Links weg und los geht's. Gefällesteigung 18%. Das ist unser Ding. Und hier geht gerade ein Isländer mit seinen 2 Hunden Gassi, glaube ich. Links und rechts von der Straße. Mal sehen, was die hier graben. Erstmal geht's ganz schön lange geradeaus. Staubige Geschichte wieder. Und irgendwann geht's dann langsam bergauf. Serpentinen brauchen sie nicht. Die bauen einfach die Straße gerade den Berg hoch. Das geht schon klar. Für uns auch. Kein Problem. Wir düsen einfach hoch. Danach kommt eine Hochebene. Dann sind wir oben. Kleiner geteilter Gipfelsee. Blick schon auf den Fjord vorne raus. Leicht sonnenbeschienen, grandios. Strecke eigentlich ganz gut zu fahren. 70, der Verkehrszeichen-Humor der Isländer. Unbeschreiblich bei den Schildern. 70 darf man hier fahren. Wir fahren hier 20 und dann wird auf 50 runter geregelt. Da fahren wir auch immer noch 20. Jo, und dann logischerweise verlieren wir alles wieder. Es geht bergab. Den Blick in den Fjord runter. Wow, leck ist das cool. Und das Wetter spielt mit, ich glaube das ja gar nicht. Coole Strecke, top in Schuss, die haben sie wohl echt erst kürzlich wieder renoviert. Wir fahren hier super entlang. Also hier lang zu fahren kann ich empfehlen, macht echt Laune. Super cool. Eine lustige Serpentine nach der anderen und stetig steil bergab. Ist auch keine 4x4 Strecke, die kann man also auch normalerweise mit einem normalen Auto fahren. Und schon haben wir die Serpentinen hinter uns, sind fast wieder im Tal unten, hatten unseren Spaß. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Wrack sehen oder nicht. Da sind wir am Wasser, am Fjord unten. Viel Salzwasser hier und das macht auch Stahl zu schaffen immer wieder. Und so sieht der Dampfer auch aus, der hier rumliegt. Das ist eigentlich mehr ein Loch als ein Schiff. So verrückt, seit 1966 liegt dieses Landungsboot der Amis hier. Warum? Weil sie es hier hingeschleppt haben, von den Westfjorden nach hier. Das macht auch voll Sinn. In den Westfjorden kam es zum Einsatz beim Bau der Radarstation. Da waren wir, wenn ihr euch erinnert. Da wurde Equipment transportiert, später wurde Zeug transportiert zwischen den Fjorden in den Westfjorden. Und irgendwann war das Ding dann hinüber und dann haben sie hingeschleppt und ja, da liegt es jetzt seit 66 und viel ist nicht mehr über. Es gibt noch Bilder auf Google Maps, da ist das Ding noch besser in Schuss. Vor ein paar Jahren hatte es tatsächlich noch seitlich Wände. Und vermutlich dauert es auch nicht mehr lange und es zerbricht in verschiedene Teile. Denn da ist echt nicht mehr viel dran, was es zusammenhält.
ein, zwei Winter vielleicht noch, dann ist hier Schluss mit lustig. Das Bild ist nicht krumm, wir stehen schief. So, guck mal, wer angekommen ist hier. Der Herr Co-Pilot. Habe ihn kurz für ein Shooting missbrauchen müssen. Es ist arschkalt draußen, der Wind ist echt übelst. Und wir fahren jetzt weiter. Gute Neuigkeiten, Campingplatz gefunden auf Google Maps. 11 Kilometer noch. Wir müssen also nicht wieder gegen böse Gesetze verstoßen. Mein Gott, habe ich Kommentare gekriegt, wenn ich mal freigestanden habe, Leute. Ehrlich, entspannt euch mal. Die meisten haben es locker gesehen. Aber manche, die sind päpstlicher als der Papst. Das ist unglaublich. Aber hier, da ist halt, wie er ist, ne? Wir auch. Deswegen machen wir Dinge anders. Und die 11 Kilometer geht's hier jetzt lustig, munter am Fjord entlang. Links, rechts, immer mal wieder ein bisschen hoch, bisschen runter. Aber immer am Wasser. Coole Strecke. Und noch nicht mal am Ende der Straße, aber irgendwo mitten im Fjord. Was kommt? 35 km/h. Ein Dorf, ein Fischerdorf. Wirkt ein bisschen in die Jahre gekommen und etwas verlassen, aber irgendwo gibt es da noch Menschheit. Das muss da sein Leben sein. Ob hier noch das ganze Jahr jemand lebt oder da wird noch gebaut oder nur in den Sommermonaten, weiß man nicht. Sieht auf jeden Fall sehr ruhig und beschaulich aus. Ein paar Meter weiter an einer Straße mit Straßenlaternen kommt der kleine Hafen und dann müssen wir 90 Metern heißt es, da sein. Ah, hier links. Hier auf der linken Seite ist der Stellcamping, Zeltplatz, whatever. 20 Uhr. Mal schauen, ob noch jemand da ist, der Geld annimmt. Ich habe ja noch Gleichgesinnte getroffen. Und einer ist einfach zu schwer, habe ich den Eindruck. Stuhl ist nicht zusammengebrochen. Tja. Was will uns das sagen? Das ist die Frage, genau. Du mit Sekunden lieber mit. 22 Uhr, das war ein sehr lustiger Abend hier mit den Mopedfahrern und dem TXY-Fahrer. Ich weiß keine Namen, wir haben irgendwie namenlos gearbeitet heute. Und jetzt fahren wir nicht, sondern wir stellen uns hier in die Wiese. Das war die Anweisung. 1500 kostet Platz hier und hat alles, was man braucht. Dusche ist inklusive. Stromsteckdosen gibt es, glaube ich, irgendwie, aber brauchen wir zum Glück nicht. So, da stehen wir. Der Blick geradeaus ist nicht so romantisch, aber das ist ja wurscht. Na, Co-Pilot, hast du Hunger? Oh, nicht wirklich, hä? Bamsemums am heimlich essen. Du bist mir ja einer. Hau rein, lass das schmecken. Dann bleibt für mich ein Ei und Brot. Gekocht wird heute nicht mehr groß. Ich habe noch so viel Zeug, das hier weg muss. Gibt's das? Und warm hatte ich ja heute schon, ne? Die Suppe. Zwei sogar. Also Brot. Farbenfrohes Abendessen. Ein Gurte. Echt komisch heute mit dem Co-Pilot. Er will gar nicht nach hinten kommen in die Lounge. Sitzt lieber allein da vorne. Ob das irgendwas zu tun hat mit der Bamsemumstüte? Egal, wie auch immer, hier geht's gerade um Gemüse. Liebe Leute, das Bett ruft. Es ist 2 Uhr durch und ich auch. Geht's mal pennen. Aber erstmal müssen wir noch den Co-Pilot finden. Der Bananenpieker versteckt sich da hinterm Vorhang und denkt, man sieht ihn nicht. Wir schleichen uns mal an und schnappen uns die Bamsemums. Tja, Co-Pilot, da bist du ja. Heieiei, hab dich gar nicht gesehen, nur die Bamsemums. Das ist ja ein Ding. Kommst du jetzt auch ins Bett oder willst du vorne pennen? Deine Bamsemums sind schon auf dem Weg ins Bett, also beeil dich lieber. Zack, schon hockt da hinten. Ich leg mich gleich dazu. Bei den anderen heute mal wieder Sandwich-Schlafweise. Bei mir zum Glück nicht. Also, gute Nacht, Leute. Lasst einen Daumen hoch, da wenn es gefallen hat. Vielen Dank fürs Kanal abonnieren. Je mehr wir hier sind, desto schöner ist es für alle. Und auch Dankeschön fürs Amazon-Partner-Link verwenden und den PayPal-Support und den Support per Bankkonto. Coole Sache, freut uns immer riesig, wenn da was reinkommt. Hilft uns, unsere Kosten im Griff zu haben und entlastet ein wenig den kleinen Braun Friedrich. So, und jetzt? Gute Nacht und bis morgen. Morgen ist unser letzter ganzer Tag auf Island. Was wir machen? Keine Ahnung.